Herzlich willkommen! Heute ist ein glorreicher Tag, denn wir werden heute in der Mission das Kralgebirge von Siedler 5 natürlich, kennt ihr ja, einen tollen Angriff wagen. Ich bin sehr gespannt. Die Leute hier wagen auch schon irgendwelche Angriffe. Ich bin auch sehr gespannt, was die noch alles vorhaben. Und die genau. Hier, unser Stall wurde fertig gebaut. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, und was ist hier los? Moment mal, wo laufen die noch ganz hin? Also, wir sehen hier 15.000 Kanonen. Okay. Ich brauche unbedingt Reiter, ey. Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich kann leider nicht genügend Reiter ausbilden. Ich entlasse die hier mal. Und ich entlasse die hier mal. Ja, ein paar weniger ist okay. So, was denn hier los? Also, hier tatsächlich waren Leute von uns, die hier mal kurzfristig angegriffen haben, obwohl wir die ja eigentlich hier auf Pause, auf Stopp gestellt haben. Aber es hat die wohl nicht sonderlich interessiert. Okay, wie viel Plätze haben wir denn noch frei? Okay, nicht viel, aber es reicht noch für ein bisschen. Okay, ein bisschen was kriegen wir hin. Ein bisschen was kriegen wir hin, da bin ich sehr optimistisch. So, wo können wir uns ein bisschen was leisten? Denk mal hier hinten. Sie greifen an. Ernsthaft? Wo? In Ordnung. Ja, Herr. Lauft mal bloß hierher, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, komm hier. So, machen wir so. Dann kriegen wir noch einen Trupp hier dazu, ne? Okay, jetzt muss ich nur die Schützen verbessern. Die Schützen verbessern, genau. Ja, wir müssen hier die Reiter verbessern, natürlich. Die Forschung ist allerdings noch nicht wirklich komplett vorangeschritten. Jetzt haben wir nur noch 49 Leibeigene. Das ist ja ärgerlich. Musste ich leider ein paar entlassen. Ich hätte auch ganz gerne dieses Dorfzentrum hier unten. Wieso kann ich das nicht haben? Wieso wird mir das verweigert? Also, hier ist dieser Weg, ne? Hier so. Da geht's lang. Der geht der Weg hier so. Dann geht der Weg hier hin. Dann geht der Weg da lang. Ach, und dann hier durch dieses Tor tatsächlich. Okay. Okay, das ist also wirklich ein sehr geheimer Weg, der... Und hier unten waren ja auch noch diese komischen Räuber, ne? Ach du heiliger Strohsack. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier wieder... Ihr werdet nicht mal ahnen, woher die Kugel kommt. Angriff! Die Kanonen da weg haben... Okay. Wie ihr wollt. Ja, läuft. Okay, oder auch nicht. Ari ist leider wieder gestorben. Aber es ist okay. Die können wir ja ganz leicht wiederbeleben. So, und diese Reiter, die haben ja wohl mal gar keine Chance hier. Die werden ja mal überhaupt nicht durchkommen. So, was denn mit euch los? Ihr könnt nichts mehr machen. Ja. Dann holt ihr euch auch ein paar Steine, dass wir die auch loswerden. Ach ja, genau, der Bruder Johannes. Ach, zu dem müssen wir ja auch noch rennen. Okay, werden wir natürlich auch machen. Über das Wissen, über so, wo werden wir hier jetzt angegriffen? Das weiß ich nicht. Aber wir werden jetzt erstmal ausbauen. Und dann wird hier die letzte Forschung angeschmissen. Das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Stimmt. Ich möchte ja nicht, dass die Leute so unglücklich sind. Der Glaube zu Gott hat im Mittelalter ja tatsächlich sehr viel bewegen können. Heutzutage, boah, auch noch. Aber verglichen mit dem Mittelalter, war natürlich da richtig viel. Da war natürlich richtig viel. Okay, ja, da müssen wir jetzt auf die Kanone erstmal drauf. Okay. Oh, was jetzt? Guten Tag, Johannes. Ich hörte, ihr seid über etwas sehr traurig und ich wollte euch dabei beistehen. Verdammt. Mir geht es gar nicht gut, Daria. Oh Gott, es war noch mehr Tränen bedeckt. Erzählt es mir, was stimmt euch so traurig? Eurem treuen Freund könnt ihr vertrauen. Der treue Freund. Oh, das reimt sich sogar. Ich verspreche euch, dass ich helfen werde, egal was das ist. Nun gut, aber behaltet es für euch. Die Leute haben hier genug Probleme und wenn sie auch noch ihr Glaube verlässt, ist alles verloren. Seit bereits geraumer Zeit wurde aus dem Kloster im Süden der Priester entführt. Er hielt Predigten, sich gegen Kerberos Unterdrückung aufzulehnen. Er wurde verhaftet und arrestiert, da er angeblich das Volk aufhetzt. Mein Glaube ist zurzeit leider nicht stark genug, als dass ich glauben könnte, dass er wohl auf ist.
Bitte rächt ihn im Namen unseres Herrn. Ich werde mein Bestes tun, Johannes, und gebt eure Hoffnung nie auf. Er ist bestimmt noch am Leben. Ach, Dario, wenn ich nur euren Enthusiasmus hätte. Gott sei mit euch und gebe euch Kraft. Amen. Nebenbei könnt ihr meinen Brüdern auch noch einen Besuch abstatten und ihnen bei deren Problemen helfen. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr da, aber Kerberos. Seit Kerberos dieses Dorf angreift, kann keiner es mehr sicher verlassen. Ihr habt eine neue Herausforderung. Ihr seid Kerberos, welches Dorf angreift? So, jetzt ist hier natürlich mittlerweile wieder alles passiert. Eieieiei. Ach, da haben wir noch... Ach, wir haben noch einen Trupp Schwertkämpfer da. Oh, ich sehe. So, Drake wird gerade ein wenig dahin... Alter! Was ist denn hier los? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr und euch interessiert das überhaupt nicht? Okay. Gut zu wissen. Wow. Das ist einiges. Ich glaube, wir haben einen Trupp verloren. Okay. Dann würde ich mal sagen, werde ich hier das doch mal komplett ausreizen. Und jetzt die Briten Streitaxtkämpfer hier draus machen. Wir erledigen das. So, und ich habe tatsächlich doch noch einen Trupp Fernkämpfer da stehen. Nahkämpfer da stehen. Schwertheinzels. Okay, ihr Luschen. Ich werde euch platt machen. Okay, also, der möchte, dass wir einfach nur hier alles kaputt machen und rächen. Und hier ist ein Mönch. ich weiß jetzt nicht, was der uns erzählt, aber auch Garrick lebt zumindest noch. Das ist ja auch was. Ich bin mal gespannt, was der uns jetzt erzählen möchte. Das ist natürlich sehr amüsant. Das ist natürlich wirklich amüsant. So, wo rennt ihr jetzt hin? Weiß ich nicht. Okay, aber hier sieht es ja gut aus. Kann man hier diese Ruinen angreifen? Nee, ne? Kann man hier ein Wohnhaus bauen? Ja, kann man. Was ist denn hier? Was mag hier noch sein? Was mag hier noch versteckt sein? Wir werden es erfahren. Wir sollten erstmal den Baum hier weghauen, bevor wir irgendwelche anderen Bäume hier kaputt hauen. So, was machen unsere Reiter? Es sind erst 69%. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Okay, Drake ist aber fit. Der ist noch frisch und munter. Da sind schon wieder die nächsten Einheiten. Okay. Sie kommen schon wieder anmarschiert. So, Leute. Das muss direkt alles verschwinden hier. Hier, die müssen direkt alle vernichtet werden. Hier. Scharfschützen sind gefährlich. Die Scharfschützen sind auch gefährlich. Dann hier kommen so ein paar Reiter, die sollten wir weghauen und die sollten wir auch weghauen, ja? Schwertkämpfer. Angriff. Okay, sehr gut. Alles niedermetzeln. So, und jetzt haben wir doch die neue Technologie. Sehr gut. Okay. Hier war die Kanonengießerei, ne? Geht ihr da am besten ran, dass wir das direkt hinkriegen. So, Ari ist gleich wieder tot, das wollen wir nicht. Halt. So. Wir erledigen geht ihr hier das. Hin? Geht ihr hin? Oh, nee, Moment. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Reiter müssen natürlich weiter durch. Wie ihr wünscht. All eure Reiter sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. So. Gerne. Ja. Alle Leute an der Front hier. Eure Arbeiter bezahlen. Okay, das war nicht Steuern. So wahnsinnig schlau. Eure Sägewerker. Okay, hier. Oh, ein Siedlungsplatz. Ein weiterer Siedlungsplatz. Oh, sehr gut. Sehr gut, so, erstmal die Kanone hier kaputt hauen. Okay, und dann die Kanonenmanufaktur. Am besten wäre es natürlich, wenn wir von hinten an die Manufaktur rankämen. Dann könnten nämlich, wenn da irgendwelche Einheiten kommen, die uns erstmal überhaupt nichts. Wie ihr wünscht. So. Aber wir kriegen es ja augenscheinlich auch so erstmal hin. Wie ihr befehlt. Gut. Jawohl. Das dann gucken wir doch mal, wer sich hier noch alles versteckt. Wie ihr wünscht. Und dann gucken wir doch auch mal, ob wir vielleicht einfach hier durch könnten. So soll es sein. Ha, hier ist auch nochmal ein Steinbruch. Okay. Wie so, also die nächste Basis sollten wir hier aufbauen. Okay, aber von hier ist es natürlich... Der Weg hier, der macht natürlich keinen Spaß. Das sage ich euch. Oh.
Okay. Der macht natürlich wirklich keinen Spaß, der Wich. Okay, aber kommt. Wir probieren das mal. Dafür sind wir genau. Wir brauchen hier ein paar Leibeigene. Wo sind sie denn? Da sind sie. Wir brauchen diesen Siedlungsplatz. Okay. So. Alle Mann nach vorne. Wir müssen jetzt hier offensiv verteidigen. Ja, mein Herr. Und dann hier einen neuen Schießplatz bauen. Oh, ich glaube, das wäre sogar wahrscheinlich noch geschickter, hier erstmal gleich einen Schießplatz hinzusetzen. Ich tue mein Bestes. Okay. Das wäre wahrscheinlich sehr gut. Und wir sollten uns auch direkt hier hinstellen. Na gut. Für euch doch immer. Weil die ja von hier aus diesem Engpass rauskommen. Und wenn wir hier diesen Engpass schon mal direkt gesichert haben, wie jetzt hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Eine eurer Helden Drake, lauf mal zurück. Feinde greifen ihn an. Okay. Drake, kannst auch die Kanone gleich mal... Drake, kannst die Kanone gleich mal weghauen. Oh, der kann tatsächlich die Kanone nicht weghauen. Aber die kriegen es hin. So. Okay. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Gut. Ihr kümmert euch um das Dorfzentrum erstmal. Bis in den Tod. Lehrt sie das und fürchten. Ihr sorgt erstmal dafür, dass wir unsere Position halten. Angriff. Wir hätten vielleicht auch erst den Schießplatz holen sollen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so doof gewesen. Eine eurer Helden okay, sehr gut. Haben wir auch das geschafft. So, ihr, was machen wir mit euch? Erstmal hier natürlich wieder eine Runde segnen. Dann nochmal eine Runde Eisenproduktion. So, und da kommen schon wieder die nächsten. Meine Güte. Angriff. Okay, erledigt. Okay, Schießplatz wird gebaut. Dorfzentrum wird ausgebaut. Huhuhuhu. Hier geht's aber richtig ab. Und hier ist auch nochmal Schwefel und nochmal eine Schatzkiste. Oh, mit wem ging man da hin? Ach, das können wir mit Dario dann machen. Wenn der mit dem Mönch hier gesprochen hat. Okay. So, dann heißt es jetzt für euch ja eigentlich wieder hier ein bisschen noch weiter Platz machen. Damit wir hier auch noch eine so eine Garnison hinknallen können. Wird erledigt. Das wäre doch optimal. Okay. Für Ruhm und Ehre. Hier. Kriegst das hin? Na, das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Okay. Ich freue mich. Jetzt geht's rund. Sehr gut. Und hier sind noch unsere Reiter im Hinterhof. Die warten da schon ganz gespannt. So, und ihr könnt eigentlich auch hier mit hin. Ja, ja. Alle hier irgendwie mitmachen. Ja, haben sie wohl. Haben sowohl einen Verbündeten attackiert. So, warte mal. Aber Ari kann eigentlich mal ganz schnell hier diese Kiste öffnen. So, wenn wir die hier schon haben. Die sind ja echt mutig hier, ne? Die kennen ja nix. Die schlagen sich da einfach so ins Gefecht. Wir erledigen das. Dann wollen wir doch da mal nicht... Wow. Wollen wir doch da mal nicht zu kurz kommen. Da helfen wir doch gerne mit. Wenn die hier so fleißig kämpfen... Dann sage ich da doch nicht nein. Dann werden wir uns da anschließen. Und ich kann ja eigentlich auch mit Ari vormarschieren und das ganze Gelände ein wenig analysieren. Ein paar mehr Reiter wären auch noch ganz gut. Und ich brauche auf jeden Fall noch eine stärkere Eisenwirtschaft eigentlich. Da brauche ich doch noch ein bisschen mehr. Okay, so, unser Trupp 3... Angriff. Kann sich mal direkt hier auf die Leute stürzen. Das wäre eigentlich schon ganz pfiffig, ne? Okay, komm, Ari. Wenn ihr es für richtig komm mal haltet. Her. Natürlich. Du gehst erstmal die Kiste öffnen. So, ja, lass die Leute da ruhig vorbei. Das machen unsere anderen. So, Ari geht hier erstmal durch. Wir müssen gucken, was es da so gibt. Ich bin schon unterwegs. Leider war nichts drin. Das war auch fast zu erwarten. Hä, wieso? Wieso sehen die Ari? Na, wartet, ihr kleinen Flitzpiepen. Das wird euch noch leid tun. Okay, das geht schon sehr gut. Das geht schon sehr gut. So, ich würde aber tatsächlich noch gerne noch eine weitere
Wo haben wir denn hier noch? Hier hätten wir doch noch irgendwo einen Leibeigen oder so, ne? War das nicht so? Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Da ist ein Leibeigen. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Der soll hier mal auch noch einen weiteren... Aber gern? Eine weitere Schmiedehütte hinbauen. So, dass wir noch ein bisschen weitere Veredelung haben. Ja, schadet halt auch nicht, ne? Ist schon ganz gut, wenn man das hat. Wenn ihr es für richtig haltet. So, dann probieren wir es doch mal hier reinzulaufen. Jawohl, euer Wunsch ist mir Befehl. Lehrt sie das Fürchten. Für okay. Ruhm und Ehre. Probieren wir mal, wie wir da schon an die rankommen. Wir kommen tatsächlich schon mal an die ran hier. Ihr werdet sicher treffen. Okay, hier die direkt alle erledigt. Okay. Jetzt könnt ihr zeigen, was die hier auch direkt erledigen. Zack. Für Ruhm und Ehre. Okay, und die, ja, machen sie auch direkt weg, ne? Sehr gut. Euer Wunsch ist mir Befehl. Angriff. Okay. Drake sollte sich nicht in der ersten Reihe aufhalten. Das ist tatsächlich nicht so schlau. Nichts mehr da. Wo? Ist doch noch jede Menge. Achso, genau. Und da muss ich Dario dann drum kümmern, ne? War ja so. Warte mal, Trupp 3. Macht sie nieder. Ja, nicht hier einfach so irgendwo durchlaufen. Ihr müsst schon erstmal die ganzen Leute hier niedermachen. Okay. Was? Ins Leere geschossen? Ja, Herr. Boah, das ist ja, aber Herr. Auch ein ziemlicher Engpass ich hier. Tue mein Bestes. Wir erledigen das. Da stehen bestimmt Jawohl. Dann irgendwann hier die ersten Türme. Bislang sehe ich noch keine. Jetzt oh, zeigen, aber eine fette Kanone. Okay. Und ein geschlossenes Tor. Ha. Oh, Ari, das war nicht so gut. Das war nicht so gut, Ari. Weil die Steuern zu hoch sind. So, Drake, zieh dich mal ein bisschen zurück, bitte. Für ja, da musst du aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Okay, das ging natürlich jetzt sehr geschmeidig. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das war natürlich sehr geschmeidig jetzt. Okay, da hinten haben wir auf jeden Fall unseren Rückhalt. So, Drake sollte sich zurückhalten. Einige Siedler haben okay. Ari ist wieder im Team. So soll es sein. Haha. In Ordnung. Hoi, das ist... Euer Wunsch ist mir Befehl. Aber ist eigentlich auch gut, dass es so ein enges Gelände ist, weil da haben wir als Schützen wirklich sehr gute Vorteile. Das kann ich. Okay, hier kommt. Kommt mal noch ein Stückchen hier ran. Ja, mein Herr. Okay. Und dann auf diese Turmüberreste hier. Was war kriegen? Kriegen wir. Ich meine, das nimmt jetzt eigentlich alles, kostet eigentlich alles nur Zeit, hier diese Turmüberreste wegzuballern. Aber wir kriegen das schon hin. So, dann werde ich eigentlich gleich, sobald wir hier durch sind, werde ich auch die Reiter hinterher ziehen. Oh, da kommt nämlich ein Bergmann. Okay. Der will's wissen. Aber gern. Der will's natürlich wissen. Okay. Zack. Ja, sehr gut. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, einen Held attackiert. Okay. Ey, wieso? Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Die Kanone nicht. Nur Mut. Wollt schon sagen hier. Wir werden siegen. Okay. Jawohl. Angriff. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Sägewerker ist sehr aufgebracht. Weil die Steuern zu hoch sind. Ari zurückziehen? Oh Gott, was ist denn jetzt mit denen los? Jetzt laufen die ja alle völlig amok hier. Drake, ich glaube, wir könnten deine Fähigkeit brauchen. Ach du heiliger Strohsack. Okay. Ist Not am Mann? Lassen Sie Frauen ran. Ja. Nur Mut. So, kommt ihr mal ein bisschen mit hier dazu, bitte. Okay. Bis in den Tod. Sehr gut. Wo sind unsere Reiter? Hier sind unsere Reiter. Die sollen mal hier ein bisschen brandschanzen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jawohl. Okay. Auf sie! Ergreift sie! Es gibt zu wenig in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen.
Lehrt sie das Fürchten. Okay, alle auf die Kanonentürme. Noch haben wir nämlich jetzt die coole Fähigkeit von Drake. Die sollten wir jetzt nutzen, solange wir noch können. Und dann erstmal alles hier niedermetzeln, was wir noch niedermetzeln können. So, da sind noch Einheiten. Attacke. Okay, Einheiten. Nö, erstmal Kanonentürme weghauen, ne? Jetzt ja, besser zeigen, so. Was ihr gelernt habt. Besser so, besser ist es. Alles, was direkt stirbt, ist direkt weg. So, sehr gut. Dann machen wir hier die Reiter weg. Dann kommen wir hier auf die Aberlästenschützen zu sprechen. Ich tue mein Bestes. So soll und da kommen sein. Unsere Reiter. Haha, sehr gut. Für Ruhm und Ehre. So, jetzt die wollen zeigen, natürlich hier richtig ärgern, ne? Die wollen natürlich echt was wissen. Eure okay, und da haben wir natürlich den Schwefelschacht. Ist traurig, weil die Steuern zu hoch was, sind. Was ist hier eigentlich los? Wieso schießen da noch Leute? Okay. Bedeckt die oh, war ja. Okay. Da schießen noch Leute. Oh, 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 oh. Ihr solltet da drauf gehen. Was? Was schießt denn hier noch? Der hier? Oh, kacke. Der scheiß Kanonenturm. Okay. Oh, das hat natürlich jetzt richtig Rohstoffe, richtig Einheiten gefressen. Das hat richtig Energie gefressen jetzt. Okay, hier den Turm machen wir aber auch direkt kaputt. Wenn er gerade hier so rumsteht und wenn gerade keiner da rauskommt und uns keiner angreift, dann wird er auch direkt erledigt. So, und das kleine Trüppchen da natürlich auch direkt. Alles, was weg ist, ist weg. Genau, alles weg. So sieht's aus. Ja, ja. Das ist jetzt unsere Philosophie. Alles weg. So. Was geht hier noch ab? Zelt. Zelt geht ab. Zelt ist weg. Attacke. Kanonentürme sind weg. Okay. Das sieht doch so ganz gut aus. Es sind aber schon wieder ganz schön viele Kanonentürme, muss ich sagen. Lehrt sie das Fürchten. Okay, da kommen ein paar Scharfschützen. Erstmal auf die Scharfschützen. Und dann kommen unsere Verbündeten, die natürlich keine Ahnung was machen wollen. Attacke. Die rennen jetzt hier aus wieder so ein bisschen amok. Hier sind noch die... was schießt da jetzt wieder auf uns? Ergreift sie. Ach, Leute. Ach, Leute. Wieso schießen die denn schon wieder alle? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und da kommen auch so viele Schützen wieder. Meine Güte. Das ist nicht so gut. Ach, Ari ist schon wieder tot. Ari ist schon wieder tot. Ist sehr aufgebracht, weil die Steuern zu eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ja, ja. So, ich könnte eigentlich auch mal auf die Idee kommen, hier ein paar Truppen nachzurekrutieren. Wäre vielleicht auch ganz gut. Oh, jetzt können wir wieder. Jetzt können wir wieder unsere Superfähigkeit einsetzen. Sehr gut. Okay, ach, was wollen die denn hier? Die schießen hier auch so ein bisschen. Okay, wo wollen die jetzt hin? Das ist ein bisschen gefährlich. Ergreift sie. All eure Wohnhäuser sind belegt. Oh, da, Garnison. Aha, das ist doch sehr nett. Okay, hier macht die Motte nieder. Und danach als nächstes die Reiter. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Okay, okay, der wird leider gleich sterben. So, macht die Mauer auf. Dann haben wir hier die, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Können wir hier durchlaufen, dann müssen wir uns nicht irgendwie unauffällig durch das Tor schieben, sondern können direkt prügeln. So, was ist hier los? Genau, hier sind noch Leute. Bis in den Tod, bis in den Tod. So, Kanonentürmchen, Kanonentürmchen. Macht sie nieder. Nur Mut. Wir oh, werden sie. Es reicht doch gar nicht. Fürchten. Oh, Drake sollte sich ein bisschen nach vorne schieben. Okay. Und Ehre. Ja. Für euch doch immer. Uiuiuiui. Nur Mut. Wir auf sie. Halleluja. Okay, hier, ihr kommt da direkt mit zu. Und dann... Ach, guck mal hier. Es sind ja gar nicht so viele, die wir hier weg
wegschnabulieren müssen. Sind schon einige, ne? Sind schon einige Kanonentürme. Hier, ich mach den mal kurz platt. Krieg ich den platt? Nö. Anscheinend nicht. Anscheinend kriegt man den nicht platt. Toll, wo lauft ihr denn hier lang? Chaoten. So. Nächsten Kanonenturm. So viele Kanonentürme immer. Das ist echt Wahnsinn. Auf jeden Fall. Macht sie nieder. Okay, und Attacke. Den nächsten Kanonenturm. Zack. Alles wegschnetzeln, was wir kriegen können. Aber das sieht ja schon... Hat man sie mühsam aufgetaut, schmelzen sie dahin und sind nicht mehr zu gebrauchen. Das ist auch immer so ein Spruch, ne? Das ist auch so ein Spruch, den hat Ari gern. So, soll so wen haben wir hier noch? Sind hier noch mehr Kanonentürme? Natürlich sind hier noch mehr Kanonentürme. Aber natürlich auch noch direkt kaputt. Boah, ey, sind das viele. Kanonentürme regnet hier ganz gut. Das ist schon eine ziemlich heftige Basis hier. Ruhm und Ehre. Die Sonne kehrt zurück. So, Ari, du läufst noch mal ein Stück nach vorne. Und jetzt fallen uns hier gleich die Schwertkämpfer in den Rücken. Wie ihr wünscht. Okay, das ist nicht so geil. Ja, okay. Aber die Schwertkämpfer kriegen wir hin. Und jetzt können wir unsere Reiter hier mal reinholen, glaube ich. Guten Tag. Auf in den Kampf. Sagen Sie mal Hallo. Sind natürlich trotzdem noch sehr viele Türme hier. Immer noch sehr, sehr viele Türme überall. Boah. Hier, macht mal die Schützen nieder. Die Scharfschützen, die wollen uns nämlich auch schon wieder ans Leder. Ja, und wir sehen, es gibt doch noch genügend Kanonentürme, die uns hier Ärger machen wollen. Boah, das ist auch echt verrückt. Das ist schon echt krass. Eure Arbeiter empfangen den Segen. Das ist schon krass, dass hier so viele Kanonentürme sind. Nur Mut. So, hier. Lehrt sie das Fürchten. Den macht er direkt platt. Nur Mut. Und dann den Kanonenturm. Oh, Moment mal. Was ist denn da? Da sind ein paar... Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Ja, das ist nicht so toll. Das ist ja sehr cool. So, die Reiter werden das gerade noch so überleben. Ja, und reiten dann erstmal nach Hause. So, ihr Kollegen. Ihr habt hier echt alles weggeholzt, wa? Kriegen wir hier einen neuen Schießplatz irgendwo hin? Nö, natürlich nicht. Warum denn auch? Nichts lieber als das. Oh, was geht denn hier ab? Au! Wir sind zu nah dran tatsächlich an allen. Okay, dann bleibt mal schön hier. Dann bleibt mal erstmal hier so stehen. So, und dann brauchen wir irgendwie hier... Wir brauchen Platz für einen Schießplatz. Ihr geht mal hier auf das, ihr geht da drauf, ihr geht auf dieses Mauerstück, ihr geht auf das daneben. Und ihr geht hin und dann geht noch einer dahin. So, wenn wir die Mauer nämlich weg haben, dann sollten wir hier genügend Platz haben für den Schießplatz. Und mit dem Schießplatz können wir dann ja ganz gut alles hinkriegen. So, was machen wir mit dir? Kann Stein hacken und jetzt, wo es gerade ein bisschen ruhiger ist, gehen wir mal... Warte, Moment, erst gucken. Ja, hier kommt jetzt gerade keiner sonst. Okay. Guten Tag, werter Herr. Bruder Johannes schickt mich. Ich soll mich um euer Befinden informieren und kümmern. Nach eurem Befinden informieren, ne? Aber es ist alles egal, alles gut. Er sagt, ihr habt einige Aufgaben für mich. Er erzählte mir auch von dem Verschwinden des Priesters. Das tut mir so unendlich leid. Ja, ja. So unendlich leid tut's dem guten Dario. Ja, in der Tat. Wir trauern bereits mehrere Tage und beten regelmäßig für sein Wohlbefinden. Bruder Johannes war schon immer gut zu uns. Richtet ihm von uns unsere Dankbarkeit aus. Na klar. Machen wir, wenn wir mal wieder auf dem Weg dahin sind. Mal gucken, wann wir da sind. Könnte ein bisschen dauern. Achso, und ja, gut, dass ihr fragt. Wir haben hier wirklich vieles zu tun, seit Kerbors Truppen einen Großteil unseres Klosterdorfs niedergebrannt haben. Das ist tatsächlich korrekt. Sagt ihr das immer? Also soll dieser Angriff wirklich passieren? Redet aber für die Einzelheiten mit Garek. Ihr findet ihn an seinem Schloss. Ihr findet ihn genau dort vorne. Und bitte tut auch mir den Gefallen und befreit den Priester so schnell wie möglich.
Ist das also tatsächlich ein geplanter Angriff gewesen auf dieses Dorf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch ist, aber der Außenposten ist seit dem letzten Bergrutsch unerreichbar. Vielleicht ganz gut für uns, ne? Ich denke, es ist ein Segen. Wir können uns entspannen. So, ja, jetzt kommen nämlich hier die ganzen Reiter. Dafür sind wir genau die richtigen. Attacke! Ihr geht mal bitte schön die ganzen Reiter hier prügeln, ey. Das geht ja so nicht an. Oh. Angriff. Ja, die wollen jetzt hier nämlich nochmal richtig alles wissen. Und eine ruhige Hand. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, ihr geht da drauf, ihr geht da drauf. Wir werden siegen. Wer läuft hier rum? Seid unbesorgt. Ja, Attacke. So, alles kaputt machen hier, bitteschön. Bis in den Tod. Boah, die bilden hier jetzt nochmal so viele Truppen aus. Was soll denn das? Angriff. Seid unbesorgt. Ey, lass mich in Ruhe. Habe ich nicht hier auch ein paar Truppen irgendwie nachgeholt? Weil die Steuern zu hoch sind. Achso, hier, warte, du gehst dahin. Du gehst dahin. So, ich sollte die Folge beenden, aber jetzt gerade möchte ich eigentlich ganz gerne noch hier zumindest den Schießplatz bauen. Genau das hier. So, dann geht ihr jetzt zurück. Ihr habt jetzt euren Job getan erstmal. Uiuiuiui, da ist ja noch ganz schön was los. Aber okay, alles nicht so wild. 10 Leibeigene, die nichts zu tun haben. Noch mehr Leibeigene, die nichts zu tun haben. Was ist denn da los? Das geht ja so nicht an. Ja, geht ihr hier auch nochmal mit dazu. So, da haben wir doch jetzt alle Leute hier direkt vor der Tür. Das tut doch gut. So. Ja, die wollen jetzt nämlich hier richtig Ärger haben, ne? Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Na, wartet. Steckt in Schwierigkeiten. Na, wartet. Da könnt ihr jetzt aber gerne bei uns vorbeikommen. Ich könnte schwören, ich eine Elfe gesehen. Da kommen wir. Dort oben im Baum. So, jetzt gucken wir, ob wir auch demnächst noch ein bisschen Platz kriegen für ein paar Reiter. Ich baue hier noch keinen Schwefelschacht. Ja. Das ist nämlich noch ein bisschen... Ich glaube, das ist noch ein bisschen übereifrig. Natürlich. So, du gehst auch schön hier hin. Wie viele Lagerfeuer haben wir eigentlich schon wieder? Das ist ja Wahnsinn. Egal, darüber mache ich mir auch in der nächsten Folge dann wieder Gedanken. Für heute war es das und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.